Ja, hallo und einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zur Sam Spicy Experience. Und diesmal haben wir mal wieder etwas Leichtes, sage ich jetzt mal. Also in Anführungsstrichen leicht natürlich nur. Kann natürlich immer was schief gehen, aber eigentlich die Challenge für jedermann. 10 Minuten Challenge, 2 Bier und 200 Gramm mariniertes Hähnchenfleisch. Und ja, da ist eigentlich auch schon alles gesagt. Die Transmaster 15 habe ich mal rausgesucht. So. Und wir ziehen uns da... Ja, 10 Minuten lang ein Track rein. Mal gucken, wie der bei euch ankommt. Auf jeden Fall ein Klassiker. Ja, und wie gesagt, ich habe noch ein bisschen was Knoblauchsoße hier, falls ich da ein bisschen was mit dippen will. Aber ansonsten, wie gesagt, alles gesagt. Wir legen direkt los. Und ja, kann im Prinzip eigentlich jeder schaffen. So ein Liter Bier und 200 Gramm Hähnchenfleisch ist jetzt eigentlich nicht so das Thema. Sollte es zumindest nicht sein. Aber, naja, wir gucken einfach mal, was abgeht. Aber diesmal ist es so, wenn ich die 10 Minuten erreicht habe, dann habe ich verloren. Also muss ich unter 10 Minuten bleiben. So, also es geht los. Yeah.
Thank you.
Ja, 9 Minuten, 37 Sekunden. Ja, ich habe jetzt zum Schluss nicht ganz so schnell gemacht, weil ich wusste, dass ich jetzt auch in der Zeit bleibe, habe ich auch in Ruhe das gegessen. Ja, aber es war gar nicht mal so schlecht. Wenigstens mal eine Sache, so die nicht allzu lange geht. So. Deswegen. Aber Nase läuft trotzdem. So ab dem zweiten Bier läuft das Näschen. Aber das Hähnchen war wieder top. Hähnchen-Innenfilet. Und dann habe ich so eine Marinade geholt, die es da im Netto jetzt gibt, da zu kaufen. Das war jetzt, ich glaube, so eine Knoblauch-Butter-Marinade oder sowas. Auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, 1,2 Kilo, 9 Minuten 37. Ist in Ordnung. Challenge haben wir hingekriegt. Aber war jetzt auch nicht allzu schwer eigentlich. Aber ja. Ich bin erstmal wieder raus, bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Einschalten. Lasst mir einen Daumen da, falls euch gefallen haben sollte. Oder abonniert mich, keine Folge von Sensei zu verpassen. Und schreibt was dazu. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Und ja, wir sehen uns. Peace.